Links gucken, rechts gucken, Schloss knacken. Misslungen und... Nee, ist nur wieder so ein komischer... Er hat schon wieder Schaden bekommen. Schon wieder so ein komischer Zwischenraum wieder auch. Und ich denke mal echt, dass es das Kettenhemd ist. Das heißt, wir tauschen es jetzt wieder aus. Obwohl das echt schade ist, weil zwei Rüstungsklasse mehr ist schon schick. Aber durchgehend Schaden bekommen, das geht dann ganz schön auf unsere Heilkräuter, Heiltränke und Astralenergie. Das muss nicht wirklich sein. Ja. Wegwerfen sollst du das. Genau. So. So, langsam. Was haben wir hier? Die Wände dieses Raumes scheinen euch irgendwie seltsam zu sein. Das ist jetzt sehr aussagekräftig. Wieso seltsam? Ich gucke, ob ich da irgendwo durchgehen kann. Nö. Schaut nicht so aus. Na gut. Ein seltsamer Raum. Wo hatten wir eigentlich den Hebel gehabt? Der Hebel war, glaube ich, eine Etage weiter oben, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, ein Skelett. Du dahin. Du weg vom Eingang, wie immer. Auch wenn da fast nie jemand kommt. Aber ich will es nicht riskieren. Du darum. Ah, sehr schön. Eine Wunderkur. Oh, die nehmen wir doch mal mit. Oh, egal. Gucken wir weiter. Gucken wir mal in der Westwand, ob man da vielleicht durchkommt. Obwohl, da ist nicht sehr viel Platz. Nö. Hm, okay. Also haben wir noch den Raum da unten, wo ich dachte, das wäre ein weiterer Hauptraum. Und den Gang hier lang weiter. Mit noch zwei kleinen Kämmerlein. Und diesmal kann Tirk auch mit seinem Streitkolben draufhauen. Und daneben hauen. Ach, Tirk. So, du rum da, abwarten und du ran da und draufhauen. So, einen Schritt nach da, drauf schießen. Zack. Irgendwie trifft heute keiner. Mürrim, komm schon. Na, also. So, du dahin. 15 Trefferpunkte. Ja, schöne Sache. Ah, bei dem sieht es knapp aus. Der dürfte nur noch ein, zwei Trefferpunkte haben. Jo. Oh, ein Ring. Das ist ja schick, dass die ganzen Zufallsbegegnungen, Anführungszeichen, hier auch besondere Sachen dabei haben. Also einmal die Wunderkur und einmal dieser Ring. Müsste der hier gewesen sein. Talana. Also bei Ringen gehe ich irgendwie immer davon aus, dass sie magisch sind. Deswegen machen wir jetzt gleich mal eine Analyse. Auf. Ring. Dieser Schmuck schützt den Träger vor magischem Feuer. Jedenfalls eine gewisse Zeit lang. Das ist doch mal sehr praktisch. Girugon trägt ja einen Zweihänder. Kann in der linken Hand dann einen Ring tragen? Also ein Schild nicht, ist mir klar, aber... Nee, auch kein Ring. Ja. Na gut, machen wir erstmal eine Kleinigkeit. Du gibst ihm die Axt wieder. Attacke Parade hast du jetzt 8,5. Hat irgendjemand noch eine Stichwaffe? Der Speer steht als Speer. Das Schwert war auch magisch. Also jetzt hat sie 8,5. 9,5. Das ist doch besser. So. Achso, und den magischen Ring. Wen bekommt er jetzt? Oder wer bekommt ihn? Tirik? Quendlin? Oder Talana? Ja komm, Talana bekommt ihn erstmal. Sie hat ja auch mit am wenigsten Lebensenergie. Da sollten wir sie schön schützen. Sonst ist hier drin nix. Okay. Klick. Und da war der Weg nach unten. Nee, da ist noch ein Weg da unten. Okay, jetzt wird's kompliziert. Gucken wir aber erstmal in den letzten Raum da noch rein.
Oh, Mumien. Ich mag keine Mumien. Du dahin. Zaubern. Kampf. Verbenektus. Also ja, wir wurden bisher noch nicht von irgendeiner Krankheit angesteckt bei den Mumien. Aber trotzdem bin ich da ein wenig paranoid. So, du bleibst einfach mal da stehen. Du wartest da ab, bis die Mumie näher kommt und du machst mal... Nein. Was auch immer ich gerade gedrückt habe, ich will es nicht zaubern. Kampf Ignifaxius. Und da müsste eine 3 reichen, weil der Schaden, glaube ich, verdoppelt oder verdreifacht wird. Oder auch nicht. So, du dahin. Zaubern. Kampf. Vollmin. Zack. Na also, 6 Abenteuerpunkte. Das ist doch echt albern für Mumie. Na gut. Nichts Besonderes. Okay. Dann haben wir jetzt die Wahl zwischen West- und Ost-Runtergang. Nehmen wir mal Westen. Moment mal. Also normalerweise wären wir ja hier durchgegangen und wären dann zuerst auf diesen Runtergang gestoßen. Das heißt, das ist der einfacher zu erreichende. Also nehmen wir jetzt den schwierigeren. Gucken wir mal. No, ein Drache. Deswegen wahrscheinlich auch der schwierigere Weg. Ihr betretet eine riesige Höhle. Der Drache in der Mitte schläft tief und fest, wie seinem Schnarchen zu entnehmen ist. Wollt ihr den Drachen bekämpfen, leise seinen Hort plündern? Weder noch. Ich würde ganz gerne erstmal dran vorbeigehen und gucken, was hier noch so ist. Wir können versuchen, leise seinen Hort zu plündern. Wenn er wach wird, können wir ihn immer noch angreifen. Da würde ich ganz gerne Gwendolyn alleine vorschicken. Am besten noch mit einem Silentium von Talana. Verzaubert. Aber ich denke mal, die ganze Gruppe wird versuchen, das zu plündern. Na gut, versuchen wir es zu plündern. Als ihr euch nähert, öffnet die Kreatur ein Auge. Oh, Menschlein. Und ganz andere als die da oben. Ich könnte euch rösten, aber das wäre vielleicht dumm. Seht ihr, vor langer Zeit wurde ich durch hinterhältige Magie an diesen Ort gefesselt. Oh, der Drache ist gar nicht der Meister hier. Na gut. Der Schlüssel zu meiner Befreiung ist klein, aus Platin und hängt um den Hals eines dieser rothaarigen großen Menschen. Wenn ihr mich hier herausholt, teile ich mein Hort mit euch. Würdet ihr das tun? Ob das so eine gute Idee ist, einen Drachen zu befreien? Aber er scheint ja nett zu sein. Oder einfach nur berechnend, weil wir ihn befreien. Na gut, also seine Gefängniswärter sind ja die Piraten gewesen und andere Untote. Also werden die keine guten Menschen sein. Na komm, wir befreien ihn. Ja. Dann geht jetzt wieder nach oben, denn inzwischen sind die Menschlein zurückgekehrt. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Okay. Dann drehen wir doch mal auf der Stelle um. Gucken, wie die Pfeile aussehen. Das ist ein bisschen knapp hier. Schiebt mal 6 rüber. So. Astralenergie. Ah, da hätte ich jetzt gerne normale Zaubertränke. Haben aber keine mehr von. Wir haben nur noch starke. Und für starke ist es zu wenig. Aber na gut. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Also. Hoch da. Ist die Frage, welchen Hochgang er gemeint hat. Und ob man von da unten bei beiden rauskam. Oder ob das wo ganz anders hinführt. Moment mal. Wir sind da runtergegangen. Okay, ich gehe wieder runter. Geht, holt den Schlüssel, brummte Drache. Oder ich muss euch doch rösten. Okay. Dann gehen wir halt wieder ganz außen zurück und suchen hier diese rothaarigen Menschlein. Das ist ja auch komisch, dass die Treppe in die falsche Richtung führt. Also, wir kommen nicht da raus, wo wir reingekommen sind. Aber so groß ist das hier ja nicht. So. Oh, jede Menge Piraten. Du... Randa? Piratenboss. Oh, schön. Du... dahin und brennst dich dann von der Seite durch.
Abwarten. Du mitten ins Getummel. Ah, der Piratenboss scheint es in sich zu haben. So, du zaubern. Kampf. Fulminictus. Und du, wie viele Bewegungspunkte hast du? 7. Dann geh mal näher ran und schieß erstmal und danach will ich was ausprobieren. Und so will ich Tirik einen Acceleratus geben. So, du gehst mal hier da so hin. So, denn Tirik hat jetzt ja wieder seine schicke Orknase. Und wenn er dann Acceleratus bekommt, müsste er richtig gut abgehen. Das lohnt sich denn eher als ein Fulminictus. So, zaubern. Bewegung. Acceleratus minus 2. Oh, okay. Ich glaube, Mürrem hatte den höher. Mal probieren wir mal so. Hat geklappt. Sehr schön. Du, zaubern. Kampf. Ignifaxius auf den unbeschadeten Piraten. Machen wir maximal 5. 10 Trefferpunkte waren das gerade. Das ist doch albern. Na gut, du schießt auf den. Da will ich gleich mal gucken, wie viele Bewegungspunkte Tirik hat. So, du gehst wieder zurück und schießt auf den Boss. Der erste flieht, sehr schön. Du haust weiter auf den. Du gehst mal zur Seite, damit die Elfen besser schießen können. Komm schon, gib mir Tirik. Zaubern. Kampf. Ignifaxius. Nochmal 5. Na also. Der hat jetzt gerade 32 Trefferpunkte ausgehalten. Na gut, du stehst falsch. Du gehst erstmal dahin. Schießt auf den. Und er hat jetzt 9 Bewegungspunkte. Sehr schön. Außerdem müsste er auch noch mehr Attacke und mehr Parade haben. Trifft aber trotzdem leider nicht. Dafür countert er mit 7. Okay. Du läufst einfach mal ein paar Mal im Kreis um den darum und haust ihn dann in den Rücken. 15 Trefferpunkte. Ah, sehr schön. Läuft gleich viel besser als bei Gwendolyn. Ein Trefferpunkt, ja. Du hau den. Und dann gucken wir gleich mal, was der Schönes in seinem Hort hat, der Drache. Du dahin. Und ob er wirklich sein Wort hält oder ob er uns danach trotzdem angreift. Sobald er seine Freiheit hat. Das könnte ja auch passieren. Das heißt, wir sollten vorher mit Talano nochmal einen neuen Zaubertrank trinken. So, du rauf da. Kirogon trifft Kirogon. Ah. Okay, dahin, da rauf. Und eigentlich müsste er langsam fliehen. Eigentlich. Tut er aber nicht. Dann halt auf die harte Tour. Zack. So, was haben wir da? Ein Platinschlüssel. 2 Schneidezähne und noch einen einzelnen Schneidezahn. Den nehme ich mal mit. Der könnte magisch sein. Sonst müsste er hier mit aufgelistet werden, hinter den anderen beiden. So, und 48 Abenteuerpunkte. So, wo ist der Schneidezahn? Da ist der Platinschlüssel, da ist der Schneidezahn. Talana, du trinkst erstmal starken Zaubertrank. Dann schmeißt du die beiden Flaschen hier weg. Jupp. Jupp. Und Zaubersprechen, Talana, Hellsicht. Erstmal Odum Arcanum. Schneidezahn. Ist nicht magisch. Aber warum war er denn weiter unten in der Liste? Das ist jetzt schade. Na gut, du Gegenstand wegwerfen. Ja. So. Elfen trinken ja auch ihre starken Zaubertränke. Jetzt haben wir zwar für den Drachen keinen Puffer mehr, also keine extra Zaubertränke. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Na, hier fehlen 13. Sie ist gegen das Drachenfeuer geschützt. Dann sollten wir sie vielleicht mal in die erste Reihe stellen. Habe ich echt ein ungutes Gefühl bei. Komm, das machen wir mal anders.
du da. Dann kriegt jetzt Tirik den Feuerschutzring. Das müssen wir anders machen. Okay, du gibst jetzt ihm das. Dann schmeißt du die Flasche weg und kriegst dafür von Talana den Ring. So, und der kommt Tirik in die erste Reihe. Denn falls der Drache konfrontiert werden muss denn und irgend so eine Extraktion kommt, wo man auswählen muss in so einer Textbox, dann sollte der in der ersten Reihe den Ring anhaben. Denke ich mal. Also, runter. Vielen Dank. Endlich bin ich frei. Und nun wehe den Menschen, die mir noch einmal begegnen. Okay. Euch aber will ich als Zeichen meiner Dankbarkeit das hier schenken. Und nun lebt wohl. Haltet euch den Rücken frei. Zielt genau, spart Pfeile. Das ist ein sehr kurioser Drache. So kenne ich die nicht. Also, er hat jetzt einen Hass auf Menschen, außer gegen uns. Und uns gibt er großväterliche Ratschläge. Na gut. Und versucht niemals einen Drachen reinzulegen. Ja, das wissen wir schon von dem Schrein. Tirik hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Oh, das heißt, alle haben jetzt einen Stufenaufstieg. Das heißt, es gibt erstmal einen kleinen Cut. Und die nächste Folge besteht nur aus Stufenanstiegen. Nur, dass ihr schon mal vorgewarnt seid. Also, bis gleich.